Ja, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Clash Royale hier auch endlich mal, ne? Nachdem ich das Let's Play ja hier pausiert hatte, geht's mal wieder weiter. Und ja, ich würde sagen, dass wir jetzt hier mal wieder ein bisschen zeigen, was so der aktuelle Stand ist, ne? Ja, also gucken wir mal hier. Ich habe hier wieder ein paar Juwelen bekommen, etc. Es gibt natürlich jetzt einige Updates seit der letzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wann hatte ich denn die aufgenommen? Ich glaube, September oder so, 2018 oder August möglicherweise, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Jedenfalls ist es schon über ein halbes Jahr her und ja, jetzt haben wir April 2019, wo ich hier aufnehme. Das heißt, es hat sich sehr viel getan in der Community natürlich und auch in dem Spielgeschehen etc. Ja, es gab viele Updates und so und ja, ich kann ja mal die aktuellen Karten zeigen. Ich weiß gar nicht, wie viele es letztes Mal gab. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt schon die Emotes gab etc. Ja, das ist ja alles noch relativ neu und habe ich auch eigentlich noch nie benutzt. So, ja, hier 91 Karten gibt es jetzt, 84 habe ich davon schon. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas mehr als beim letzten Mal. Da muss ich nochmal nachschauen, theoretisch. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ja, das kann schon sein, dass ich da nur extrem wenig hatte. So, König-Rekruten, die könnte ich theoretisch mal verbessern. Die sind auch noch relativ neu, aber ich habe die irgendwie nie so richtig beachtet und so. Ich muss auch sagen, ich bin generell ein bisschen inaktiv geworden in Clash Royale, was natürlich ein bisschen schade ist. Ich hätte im Nachhinein dann doch gerne öfter gespielt, aber irgendwie kam ich dann nicht mehr so dazu. Ja, vielleicht schaffe ich es ja bald wieder irgendwie aktiver zu sein. Ich weiß nicht, zwischendurch hatte ich mal so aktivere Phasen, aber das ging dann immer wieder weg, ne? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, ich kämpfe jetzt einfach mal. Mein aktuelles Deck habt ihr gerade gesehen und seht ihr jetzt auch nochmal in der Aktion, ne? Ja, und eventuell werde ich mir auch mal ein neues zulegen, weil, ja, ich möchte auch mal ein paar andere Karten wieder ausprobieren und spielen, ja, anstatt immer nur das Gleiche, weil das ist auf Dauer natürlich auch nicht die Lösung oder halt langweilig, ne, muss mehr sagen, weil ich habe so viele Karten und auch so viele, die eigentlich stark sind, die noch relativ neu sind oder sonst was, ne, und die kann man ja eigentlich alle mal austesten, warum nicht, ja, hat man eben noch nicht gemacht bisher, keine Ahnung, ja, ich bin halt auch nicht so der Freund davon, der immer gerne sich neue Decks erstellt und so, ne. Ich gucke immer, dass ich mit dem klarkomme, was ich schon habe, ne. Weil, ja, es ist halt auch immer ein Risiko, sich ein neues Deck zu holen, dass man dann vielleicht wieder öfter verliert oder so, was dann natürlich auch nicht so angenehm ist, ne. Und ja, da muss ich immer schauen, was lohnt sich und was nicht. Und naja, gucken wir mal. Ja, mal sehen, wie ich die Clash Royale Folgen jetzt gestalte, da muss ich mal schauen. Ich werde jetzt versuchen, wieder ein paar Challenges etc. mit reinzubringen. Es gibt ja immer so, ja, Challenge-Events und so weiter und so fort. Aber irgendwie habe ich die in letzter Zeit echt null beachtet. Und ja, durch die Videos könnte ich die eben mal wieder beachten, ne. Da könnte ich mal wieder ein bisschen da zocken und mich versuchen, ne. Und ja, warum nicht? Und ich versuche auch wieder Themen anzusprechen. Habe ich ja früher manchmal auch gemacht in Clash Royale, aber irgendwie doch eher selten. Und naja, da will ich eben wieder ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Vielleicht zu kleinere Themen oder so. Ich muss eben immer schauen, dass ich irgendwie Themen finde hier. Ja, generell jetzt für die ganzen Videos in den Oldschool-Monaten, ja, da ist es halt schwierig, so für jedes dann ein Thema zu finden, ja. Das ist eben dann doch noch so eine Sache, wo ich ziemlich am Hin und Her überlegen bin, wie ich das gestalte, ja. Ob ich da jetzt wirklich das so streng machen sollte, weil eben manche Leute sich Themen wünschen. Oder ob ich dann eben sage, nee, ich konzentriere mich jetzt echt aufs Game, ja. Muss ich eben mal gucken, also, ja, da bin ich mir noch nicht sicher. Weil es sind natürlich jetzt schon ziemlich viel mehr Videos als sonst, ja, muss man ja auch mal sehen. Und, ja, sonst habe ich dann auch Formate, wo sich halt Themen manchmal gar nicht eignen oder wo ich dann eben Together-Aufnahmen habe oder so, ne. Da brauche ich dann halt schlichtweg keine Themen und jetzt sind es halt viel, viel mehr, die ich wieder benötigen würde. Und ja, da bin ich mir halt noch nicht sicher, ne, wie ich das mache. Naja, ja, ich werde mir schon was einfallen lassen, wie immer, ne. Irgendwas geht schon und ja, so, da kriege ich ja schon wieder Probleme. Ich merke auch wieder hier, das Gameplay lässt nach, ja, wenn ich hier wieder am Reden bin und so. Ich weiß nicht, da kann man sich wieder zu wenig konzentrieren. Okay, jetzt hat jetzt noch geklappt, aber ich hätte durchaus den Turm noch kriegen können, theoretisch. Aber ist jetzt egal. So, Hauptsache gewonnen.
Ich will ja mich wieder ein bisschen hochspielen von den Pokalen her und nicht hier wieder hängen bleiben. Ich muss mal gucken, was das Maximum war. Ja, mach ich gleich nach der Runde. War jetzt mal wieder zu schnell geklickt, ne? Und ja, theoretisch kann ich auch mal mein Deck im Video ändern oder so. Oder ich stelle halt euch mal ein neues Deck vor. Das geht auch. Ja, muss ich mal schauen. Die Clash Royale Videos kamen aber generell immer ziemlich schlecht an. Was ich eigentlich schade fand, weil ich hätte es irgendwie cool gefunden, wenn die natürlich auch gut ankämen. Aber irgendwie, ja, war das eben immer nie der Fall. Da haben immer alle so gedacht, boah, nee, nicht schon wieder Clash Royale oder so, keine Ahnung. Die hatten immer nur ein, zwei Aufrufe oft und ja, das ist natürlich auch nicht so geil. Da hat man schon ein fehlendes Interesse gemerkt, ne? Ach, scheiße, ey. Ja, aber ich habe da gar keine Chance mit meinem Deck, ey. Was ist das für eine Scheiße? Ja, muss ich mich erst wieder drauf einstellen hier auf das komische Deck des Gegners, ey. Oh, Alter. Mann, das hat mein Turm schon wieder so gelitten. Naja. Jedenfalls, ja, ich muss eben gucken, wie ich auch das Clash Royale Let's Play interessanter gestalten kann, ne? Ich werde jetzt auch erstmal nicht so viele Folgen machen. Halt erstmal während der Oldschool-Monate und dann mal schauen. Wahrscheinlich wird es dann schon wieder aufhören. Ich weiß es noch nicht. Also, ich muss dann generell mal gucken nach den Oldschool-Monaten, dass ich vielleicht das ein oder andere umstelle. Ich werde auch noch mal in Minecraft drüber reden demnächst, ja. Da wird es nochmal ein Infovideo geben. Und, ja, ich bin mir da noch nicht sicher, wie ich dann so meinen Kanal gestalte. Ich will dann schon das ein oder andere ändern. Tatsächlich. Und vielleicht kommen dann so Formate wie Clash Royale irgendwie nur alle zwei Monate oder so. Keine Ahnung. Ja, muss ich mal gucken. Ist vielleicht besser, als wenn ich es ganz sein lasse, so wie bisher. Es kam jetzt echt ein halbes Jahr gar nicht. Und ja, ich glaube, ja, das ist dann doch auch ein bisschen blöd. Weil ich hätte irgendwie Clash Royale gerne so, ja, vielleicht so alle zwei Monate tatsächlich mal gebracht, ne? Ist natürlich dann auch ziemlich selten, wenn man das mal so sieht, ne? Aber da bleibt eben dann wirklich Platz für andere Formate besser, ne? Und ja, da kann man dann eben mal sich ein bisschen kreativ wieder ausleben und vor allem Special-Videos vielleicht bringen oder so, ne? Was ja auch so mein Ziel immer war. Und ja, ja, scheiße, jetzt hier, da bin ich schon wieder geliefert, ja. Ach, kriege ich das noch hin? Immer diese scheiß Ritter hier und so, weißt du, das regt mich auf. Ne, diese Nachtritter oder wie heißen die? Ja, egal. Auf jeden Fall diese legendären Karten da, das nervt schon immer. So, boah, den kriege ich jetzt auch wieder nicht mehr. Ja, scheiß Henker, scheiß Zeug hier, Alter. Keine Ahnung. Das ist echt alles hier schon wieder nicht so optimal, ja. Und, naja, was soll ich sagen dazu? Weg damit. Und jetzt wieder Kronen-K.O. Vielleicht, na, es ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe keine Gameplay-Wiederholungen mehr. Aber es gab vor einer ganzen Weile mal so ganz gute Gameplays, die ich erspielt habe. Die ich vielleicht euch hätte zeigen können. Was ganz cool gewesen wäre. Aber ja, wie gesagt, leider habe ich die nicht mehr. Weil es eben zu lange her ist. Und da kann ich die ja nicht mal abrufen. Also generell, vielleicht kann ich euch mal Gameplays zeigen, wenn ich welche erspiele. Auch zwischen den Aufnahmen, wo ich eben sage, hey, das lohnt sich. Ja, das könnte ich eigentlich mal wieder machen, weil das habe ich ja damals auch manchmal gemacht, ne? Ich habe da ja auch schon immer nach Ideen für die Folgen gesucht und ja, ich denke mal, das ist eine ganz gute Abwechslung. Ach, scheiße, ey, Mann. Ach, egal. Soll ich noch eine Runde jetzt spielen oder erstmal dabei belassen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich belasse es erstmal dabei, ne? Und ja, vielleicht gucke ich mal hier nach einem Deck, was ich besser benutzen kann. Ich weiß nicht, ob das hier großartig besser ist. Das könnte man probieren, theoretisch. Aber, ja, werde ich sehen. So, ich gucke jetzt mal, dass ich hier vielleicht mir einen Feuerball oder so anfordere, ne? Ja, also das ist eigentlich die Karte, die ich mir schon immer anfordere, seit Monaten. Ja, kann ich vielleicht auch mal wieder ändern. Und, ah, hier kann ich mir Emotes kaufen. Aber, Alter, für 250 Dinger, das ist echt viel zu viel, ey. Ohne Witz. Ja, ah, hier. Käufe sind nicht möglich. Ja, da muss ich das erst verbinden, aber habe ich nicht. Ja, ist aber eigentlich auch irrelevant, ne? Und ja, dann gucken wir mal. Gibt's noch irgendwas hier? Neuigkeiten, E-Sports, ne?
Ich weiß nicht, bei Clash Royale sind ja die E-Sports irgendwie immer so eine große Sache. Ja, aber ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt auch am Ende der Folge, oder? Gibt's noch irgendwas zu tun? Ich weiß es nicht. TV Royale. Ah, hier. Da kann ich mir mal gute Gameplays angucken, ja. Im Gegensatz zu mir. Können wir nochmal kurz reinschauen, ne? Warum nicht? Vielleicht im Vierfachen hier, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, okay. Ja. So machen das die Profis hier. Guckt euch das an. Ja, viele spielen auch immer mit Frost. Also, das ist mir auch neulich wieder aufgefallen, ne? Naja. Ich werde auch übrigens wieder Clankriegskämpfe und so weiter aufnehmen. Also, ja, da könnt ihr schon mal gespannt sein, ne? Und, naja. So. Ja, läuft doch gut eigentlich bei denen, ne? Ich würde sagen, an der Stelle beende ich auch wirklich mal. Also danke fürs Zusehen, lasst ein Abo da, wie gefällt euch Clash Royale, könnt ihr auch mal reinschreiben. Und dann tschüss.